Hey zusammen, ich bin Tastina, herzlich willkommen auf meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Denn heute gibt es mal wieder einen Haul. Diesmal ist es der Februar-März-Haul. Falls du noch auf meinem Channel bist, ich bin Tastina, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Ingolstadt, das ist in Bayern, und ich mache eigentlich hauptsächlich Cosplay. Aber aufgrund von Corona ist das wohl ein bisschen ausgesetzt und deswegen habe ich mich mehr in die Richtung Disney und Disney Reviews und Hauls spezialisiert. Natürlich mache ich immer noch Cosplay, das haben mich schon viele gefragt, ob ich aufgehört habe, aber nein, habe ich noch nicht. Ich habe es nur ausgesetzt und ja, deswegen möchte ich euch ein bisschen was von meiner Disney-Welt zeigen. Ich möchte euch meine Disney-Welt mitnehmen, was ich so gekauft habe, woher ich es habe, steht auch unten immer verlinkt, wenn es noch auch aktuell ist, wenn es es noch gibt. Und ja, wenn sich die Preise verändert haben sollen, ja, wenn irgendwas ist, ich teile es euch mit. Aktiver bin ich auf meinem Instagram-Account. Der Name ist hier auch nochmal verlinkt und der Link ist auch nochmal in der Infobox. Ja, da könnt ihr mir folgen, sehr gerne. Und auch natürlich auch auf Facebook bin ich auch vertreten. Da aber nicht so aktiv, weil Instagram einfach die Plattform ist, die jetzt von meisten Leuten genutzt wird. Bist du denn auch auf Instagram? Machst du denn auch dasselbe? Würde mich sehr interessieren, denn ich möchte auch mit meinen Fans interagieren. Also drop doch mal deinen Namen unten in die Kommentare und ich schaue mir gerne deine Seite an. Ja, jetzt kommen wir auch zum Haul. Also für den Monat oder für die 2 Monate müsste ich mich ziemlich zurückhalten, da ja meine Augen-OP war. Und zu der kann ich auch sagen, sie ist wirklich super verlaufen. Ich habe super scharfe Sicht, ich habe keine Probleme und ich kann endlich mich normal schminken. Und ich finde schon, dass das, ja, einfach mega ist sowas. Also so ein Luxus zu haben. Klar, es hat auch viel gekostet und daher musste ich mich auch ziemlich zurückhalten im Haul. Ja, leider, es gab sehr viele Angebote, die ich gerne gehabt hätte. Aber ist nun mal so. Also, wir fangen an. Wie ihr eventuell schon in meinem Thumbnail gesehen habt, habe ich endlich diese Dezemberohren von der Minnie Mouse Main Collection bekommen. Die sind wunderschön. Ja, mit dem Schloss. Mit dem Schloss vorne, dann noch ein bisschen Feuerwerk drum. Also die Ohren haben es mir wirklich sehr angetan. Die fand ich auch damals sehr hübsch. Im Dezember gab es die aber nicht mehr, weil die so schnell ausverkauft waren und ich habe sie nicht bekommen. Aber ja, dann kam plötzlich auf Shop Disney, die habe ich ja nämlich von Shop Disney, die waren plötzlich online. Also es hat jemand in einer Gruppe reingeschrieben, dass es diese Kollektion erneut wieder gibt. Keiner wusste warum. Es war nicht angekündigt, aber sie war einfach oben online gestellt. Ich habe total schnell bestellt, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt nicht bestelle, dann werde ich sie woanders nicht kriegen. Zu dem originalen Preis von 34,90 €. Das bedeutet, ich habe auch dazu, zu dem Zeitpunkt gab es auch einen Gutschein für Versand kostenfreies Senden, glaube ich. Und dann habe ich die Ohren quasi für 34 € bekommen, weil der Versand würde ja auch nochmal 3 € irgendwas kosten. Also statt 38 € habe ich 34 € bezahlt. Und ja, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr froh, weil ich hatte mir tatsächlich schon überlegt, die Ohren ein bisschen teurer zu kaufen. Die sind ja auf eBay für 40, 50, also mindestens 50, 55 Euro zu kaufen. Allerdings denke ich mir immer bei sowas, ja, möchte ich sowas machen, möchte ich sowas nicht machen. Im Prinzip habe ich es dann doch nicht gemacht und war sehr froh, dass ich dann diese Ohren, originale Ohren im Shop Disney ergattern konnte. Denn das Problem ist auch manchmal, bei den Verkäufern weiß man ja so wirklich nie, sind das originale Ohren oder sind es irgendwelche Bootlegs aus China oder so. Und deswegen, ja, war ich sehr froh, dass ich sie bekommen habe. Deswegen als Tipp schon gleich zu Beginn von mir, schaut immer auf Shop Disney. Also jemand, der etwas haben möchte, setzt es euch in eure Wunschliste oder schaut in diversen Gruppen nach. Beliebte Dinge werden öfter gepostet und ja, dementsprechend ist es auch schnell ausverkauft. Aber wenn man schnell genug ist, dann kriegt ihr eure gewünschte Sache, so wie auch ich. Und ja, ihr spart wirklich viel Geld und habt einfach die Garantie, dass es auch echt ist. Ja, also einmal die Ohren, die kommen auch dann an meine Wand. Ja, ist wirklich sehr schöne Ohren. Dann habe ich mir die DVD vor kurzem gekauft. A Toy Story. Die haben sich meine Geschwister gewünscht. Wir waren nämlich 2019, ich glaube 2019 kam der Film raus, im Kino. Und meinen Geschwistern hat der Film so gut gefallen, mir hat er auch total gefallen. Und ich hatte ja sowieso schon alle anderen 3 Teile von Toy Story. Daher habe ich mir den gekauft.
Den habe ich aber für 7,99 € gekauft, neu. Also war verpackt bei Müller. Da kann ich auch, da kaufe ich auch oft DVDs ein. Denn online, in eBay oder eBay Kleinanzeigen, waren die tatsächlich teurer. Also das hat mich sehr gewundert. Ich wollte die DVD schon lange kaufen, aber die war so teuer. Die haben 12 Euro verlangt und dann dachte ich mir, nee, das kann doch nicht sein für eine DVD, die mindestens oder schon ein Jahr draußen ist. Und deswegen habe ich gewartet und habe die zufällig gesehen an dem Müller und habe dann sofort zugeschlagen. Dann war ich auch kurz in Primark. Während der ganzen Corona-Pandemie hin und her gedöns, gab es endlich mal eine Zeit, wo der Primark wieder auf war und ich bin sofort reingegangen. Zwar hatte ich jetzt diesen Monat oder in den letzten 2 Monaten nicht viel Geld und der Primark diesen Monat aufgemacht bei uns in Ingolstadt und deswegen bin ich sofort auch hin und habe mir dann das hier gekauft. Das ist quasi so ein Mini-Shopper. Den gab es für 3 Euro, also völlig vertretbar. Und das ist quasi so eine kleine Tasche. Das hier da, ihr könnt es hier reinmachen. So einen kleinen Mini-Shopper. Und der bleibt dann bei mir an meiner meistgenutzten Tasche. Hänge ich den dann hin. Und das ist quasi, ich packe es für euch aus. So verbunden. Eine Tüte. Damit man auch nicht irgendwelche Plastiktüten kaufen muss. Und so auch immer eine Tüte dabei hat, falls irgendwelche unvorhersehbaren Sachen passieren. Ja, mir ist es auch oft passiert, dass ich irgendwie rausgegangen bin und es passierten dann irgendwelche unvorhersehbaren Dinge und ich wollte irgendwas kaufen und dann hatte ich keine Tüte dabei und ich habe schon so viele Plastiktüten gesammelt über die Jahre mit meiner Familie. Da habe ich mir halt dann irgendwann mal gedacht, das ist ja eigentlich total Schmarrn, sich immer wieder neue Tüten zu kaufen oder auch im Primark neue Papiertüten zu holen. Und deswegen habe ich mir jetzt die besorgt und die werde ich immer dabei haben. Und ich finde, da ist definitiv genug Platz. Also die ist wirklich groß. Ich glaube, die gibt es auch als andere Größen. Die gibt es auch kleiner, die gibt es auch, glaube ich, noch größer. Aber die fand ich als gute als einen guten Mittelweg. Und deswegen habe ich mich auch dann für die Tasche entschieden. Gibt es beim Primark. Dann weiter beim Primark. Ich habe ja etwas im Sale gesucht, weil ich dachte, gut, jetzt sind die Geschäfte wieder auf. Vielleicht gibt es ja irgendwas im Sale. Meistens beim Primark. Und dann bin ich auch da hingegangen und habe das gesehen, dass es, dass die Weihnachtskollektion im Sale war, weil im Prinzip ist ja der Primark seit Dezember zu gewesen. Und die ganze Weihnachtsdeko war immer noch da. Und auch dieser Anhänger von Mickey Mouse ist zwar eigentlich so ein Weihnachtsbaum, Anhänger, wo du ein Foto reinmachen kannst, aber ich werde ihn in mein Auto tun, quasi bei dem Spiegel. Den gab es auch für 50 Cent nur statt 3 Euro und der wird dann quasi dann so hängen mit einem kleinen Bild von mir oder vom Disneyland irgendwas. Das möchte ich definitiv in meinem Auto haben. Da werde ich aber die Schnur ändern, weil die gefällt mir schon mal gar nicht. Da nehme ich dann einfach eine andere Schnur und ja, das passe ich dann an und tue es in mein Auto. Weil mein Auto ist natürlich auch ein Disney-Auto. Ich habe zwar sehr kleine Details, aber Disney muss schon sein. Genau, das habe ich auch vom Primark und ja, kann ich wirklich empfehlen. Sollte eigentlich sogar noch da sein. Also in Primark Ingolstadt gibt es die immer noch. Dann gab es im Februar einen Schlüssel. Und zwar ist der wirklich sehr schön. Zu tun hat er mit dem Film Oben. Ist erneut ein Pixar-Schlüssel. So sieht er aus. Ich finde ihn wirklich sehr schön. Passt perfekt zu meiner Kollektion. Ich sammle nämlich auch was von Oben. Und ja, ist wirklich ein toller Schlüssel. Den gab es auch für Einkaufswert. 20 Euro gratis dazu. Und ja, die Schlüssel, vielleicht, wenn ihr nicht wisst, was man mit denen soll, also diesen rein zu Dekorationszwecken, kann man zur Sammlung hinzufügen. Ist einfach ein wirklich schönes Accessoire. Und es gibt immer wieder... Ja, also Disney macht immer wieder neue Schlüssel raus. Es gab sogar jetzt vor kurzem noch einen Schlüssel. Den werdet ihr dann im nächsten Haul sehen. Und zwar von It's a Small World, eine Disney-Attraktion im Disneyland Paris. Der Schlüssel hat mir wirklich sehr gut gefallen, nur mag ich die Attraktion nicht so. Aber den Schlüssel fand ich toll. Und deswegen habe ich mir gesagt, ja okay, komm, jetzt bestell's immer mit. Vielleicht kannst du ihn ja nochmal verkaufen oder so. Und jetzt im April kommt dann nochmal ein Schlüssel raus. Also Disney haut ganz viele Schlüssel momentan raus. Auch in einer sehr hohen, großen Auflage, damit halt natürlich sehr viele Leute bestellen. Ist ja klar.
Und das ist dann ein Disney Plus Schlüssel. Der gefällt mir auch sehr gut. Da werde ich dann auch bestellen. Und im April müsste dann auch noch die Castle Collection rauskommen. Aber naja, das seht ihr dann alles im April-Mai-Haul. Und ja, außer es wird sehr viel im April, dann noch früher. Also je nachdem, wie viele Sachen ich kaufen kann, splitte ich den Haul auf einen Monat auf oder auf zwei. Zwei zusammen, zwei Monate oder ein Monat, ein Haul. Je nachdem, wie viele Sachen ich kaufe und was ich so habe. Wenn euch sonst auch interessiert, was ich sonst so shoppe, ich kaufe ja nicht nur Disney-Sachen, ich kaufe auch so auch andere Klamotten, Haushaltssachen, Make-up, alles Mögliche. Wenn euch das auch interessiert, dann sagt mir das doch einfach. Und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es mir natürlich auch unten in die Kommentare. Irgendwelche Ideen dürft ihr mir gerne auch sagen. Ich nehme sie an und schaue, wie ich sie umsetzen kann. Genau. Also, einmal gab es, wie gesagt, den Schlüssel vom Shop Disney, den gab es kostenlos dazu. Dann zum Thema Shopping. Ich war im H&M und habe einen zuckersüßen Pullover gefunden. Tatsächlich in Größe S. Also der ist mir, der passt mir sogar ganz okay. Also der ist mir nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. In M wäre mir, glaube ich, sogar zu groß gewesen, weil ich trage an sich M. Aber so passt er mir. Also, zwar ist es dieser Mickey Mouse Pullover. Den ziehe ich mal kurz an. Diesen Pullover gab es für 8,99 € statt 20 Euro. Und ja, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es ist so ein sanfter Rosaton mit einem ganz normalen Standard Mickey Mouse drauf im H&M. Also H&M oder die meisten Mode, Shopping, was weiß ich, die haben auch ganz viel Disney und verkaufen das auch. Deswegen schaut doch mal gern oft vorbei, wenn ihr irgendwelche Disney-Sachen kaufen möchtet, Klamotten. Ich kann euch auch einen Zara empfehlen, falls ihr einen habt. Der H&M hat oft Disney-Sachen. Der New York hat oft Disney-Sachen. Ja, also viele Disney-Klamotten. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Geht doch mal dahin und schaut doch mal nach. Also Primark natürlich auch. Dann habe ich mir einmal noch was bestellt. Und zwar, damit ich den Schlüssel bekommen konnte, musste ich ja was für mindestens 20 Euro bestellen. Deswegen habe ich zwei Sachen bestellen müssen, weil der Wert sonst nicht gereicht hätte. Einmal für 14 Euro. Diese Pin-Kollektion von Findet Nemo. Einmal mit Dory, mit Nemo und seinem Vater und der Hai. Und das Coole dran ist, das kann man jetzt leider nicht sehen, aber das zeige ich euch hier in dem Video, kann man den Hai öffnen. Das ist wirklich sehr cool. Und da steht halt Fish are friends. Und sobald der Maul aufgeht, steht da Not Food. Also ich finde das wirklich sehr süß. Und ich bin ja auch ein Nemo-Fan. Und feiere den Film total, beziehungsweise die beiden Teile. Und es war für mich ein Must-Have. Also ich sammle ja auch gerne Pins und deswegen fand ich das wirklich sehr schön. Dann den zweiten Pin, den ich dazu bestellt habe. Aua, hab ich gerade geschnitten. Dann den zweiten Pin, den ich dazu bestellt habe, für 12 Euro, war dieser Pin. Und zwar ist es auch so ein Disney-Schloss-Schlüssel-Pin. Ja, den wollte ich jetzt nicht unbedingt haben, aber ich habe nichts anderes gefunden, wo ich sage, ja, das möchte ich unbedingt haben. Deswegen habe ich sowas genommen, was ich jetzt so mittel haben möchte. Und eventuell verkaufe ich das aber auch weiter. Ja, ich fand ihn eigentlich ganz süß. Und ja, aber für 12 Euro, naja, es geht. Also, ja, wenn man sowas sammelt, okay, aber ich weiß noch nicht. Also ich habe ihn eigentlich nur bestellt, damit ich einen Schlüssel bekomme. Ja. Genau, das gab es auch beim Shop Disney. Und zwar sage ich euch jetzt, wer mich geschnitten hat. Und zwar, ich habe etwas bei eBay ersteigert. Ich habe über 7 Tage gewartet, also über eine Woche. Die Auktion ging nämlich 7 Tage und ich habe so lang ein Auge drauf geworfen, weil ich das unbedingt haben wollte, weil es zu dem Preis sehr günstig war. Und ich mir dachte, wenn du das jetzt aus den Augen verlierst oder vergisst, dann kriegst du das nirgendwo mehr zu dem Preis. Und zwar für 40 Euro gab es Cinderella. Von der Showcase Collection. Ist mir der Name nicht eingefallen. Also die Figur, ich zeige euch dann auch mal ein Video, ist wirklich super detailliert. Mit viel Glitzer. Und die ist wirklich schön. Auch nicht zu schwer.
Kommt dann auch in meiner Cinderella-Sammlung. Ja. Und die hat mir gerade mit ihrem Haar einen Kratzer verpasst. Hier. Also Vorsicht, scharf. Ja. Und die gab es für nur 40 Euro. Und woanders, wo ich sie gesehen habe, kostet sie mindestens 70. Und ich finde es schon ein gutes Schnäppchen. Definitiv. Und ja. Figur ist auch sehr in einem sehr guten Zustand. Die habe ich halt gebraucht gekauft. Ja. Also ich kann euch, wie gesagt, immer nur eBay empfehlen. Bietet damit. Ich kann es wirklich herzlichst empfehlen. Da werden ganz oft Dinge versteigert, wo ihr dann Sachen sehr günstig bekommen könnt. Natürlich gibt es auch viele andere Interessenten. Aber boxt euch durch. Bleibt hartnäckig und bietet mit. Zudem habe ich noch etwas von eBay ersteigert. Statt ursprüngliche 40 Euro habe ich nur 18 Euro bezahlt. Also ich habe mich total gefreut, als ich das bekommen habe. Einmal ist es dieser Schlüsselpin aus, ich glaube, ja, hinten ist jetzt japanisch. Also aus dem japanischen Disney Store für 600 Yen. Mega. Also ich habe mich super gefreut, weil der Wert ist, wie gesagt, ungefähr bei 40 Euro. So wie ich jetzt mitbekommen habe. Und ja. Also der Schlüsselpin, den finde ich super cool. Das werde ich auch so lassen mit dem Packungsding wahrscheinlich. Und ja, also finde ich cool. Finde ich einfach cool. Ich habe das gesehen, habe es gekauft, habe mich gefreut. Auf eBay. Dann habe ich was auf Facebook gesehen. Und zwar hat eine Dame nach Pins gesucht. Und eine weitere Dame hat sich dann unten in den Kommentaren gemeldet. Und die Posterstellerin hatte dann gemeint, nö, sie hat keine Lust auf die Pins, obwohl sie wirklich günstig waren. Und zwar beide für 10 Euro. Und zwar sind es Phantom Manor Pins. Einmal der hier. Und einmal ist es der hier. Einmal ist es dieser Phantom Manor Pin. Und auch der Phantom Manor Pin. Und beide zusammen habe ich für 10 Euro inklusive Versand bekommen. Glücklicher konnte ich nicht sein. Dann habe ich auch noch von eBay Kleinanzeigen was gekauft für nur 10 Euro. Plus, ich glaube, 2 Euro Versand. Diesen Schlüssel. Ich hatte euch schon mal den anderen gezeigt, den ich auch bekommen hatte. Weil ich ja diese Teildinger mag. Es war eigentlich ja so ein ursprüngliches vierteiliges Schlüsselset. Und mir haben die anderen zwei Schlüssel nicht gefallen. Den einen habe ich schon in einem letzten Haul gezeigt. Und jetzt habe ich auch den zweiten Haul, den zweiten Schlüssel. Und die anderen zwei möchte ich nicht haben. Die sind nämlich Star Wars und noch irgendwas. Und ja, die zwei, die mir gefallen haben, habe ich bekommen. Für genau die Hälfte, für 20 Euro zusammen. Passt perfekt. Auf eBay Kleinanzeigen. Dazu habe ich auch für 10 Euro, es war viel mit 10 Euro, zwei DVDs auf eBay ersteigert. Einmal Phantasia und Phantasia 2000. Ich muss sagen, ich habe noch nie Phantasia gesehen. Und deswegen mache ich das jetzt dann auch bald. Und berichte auch gerne mal davon, weil ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe mir nur im Disneyland Paris das Musical angeschaut. Aber ich fand es super interessant und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich hole mir auch die DVDs dazu, weil ich ja auch die DVDs sammle von Disney. Wir kommen auch schon zum Schluss. Es gab ja wieder einen Pin. Es gab wieder einen Pin von der Castle Collection und zwar der Aurora Pin für 25 Euro. Die sammle ich ja, muss ich sammeln. Und der nächste kommt jetzt auch wieder diesen Monat raus. Der ist dann von Aladdin und den muss ich mir auch kaufen. Das ist schon der sechste Pin und dann kommt der siebte und dieses Jahr sind wir dann durch. Dann habe ich endlich alle Pins und zwar kommt er dann hier hin. Ich freue mich schon total, wenn er endlich voll ist. Ja, mehr habe ich nicht. Das war's erstmal. Ja, die Kiste ist leer. Ich bin fertig, das Video ist fertig. Freut mich, dass du zugeschaut hast. Hast du irgendwelche Ideen, schreib es mir in die Kommentare. Schön, dass du dabei warst. Folgt mir doch bitte auf meinen Social Media Accounts. Würde mich sehr freuen. Gib mir doch einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Kommentier doch bitte in den Kommentaren, ob sie gefallen hat, was dein Lieblingsstück war. Wenn du irgendwelche Fragen hast, stell sie mir gerne. Ich bin für alles offen. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich wünsche dir einen magischen Tag. Viel Spaß. Und schau dir doch bitte meine anderen Videos an. Da habe ich auch Disneyland Paris Vlogs gedreht und auch, ja, und auch andere Hauls zeige ich euch. Und ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen magischen Tag und ciao! Februar-März-Haul vom... Ja. Und das ist Rapunzel. Nein. Ja, und ich sehe gerade meine Kamera. Meine Kamera, beziehungsweise mein Akku, neigt sich dem Ende zu.
Hallo. Hallo! Ja, eine Dame hat nach Pins gesucht und ein...